Ja. Wir befinden uns quasi kurz vor Marschziel. Bei Marschziel wird Infanterie absitzen und den Wald durchqueren. Die SBZ folgen dann durch den Wald, sobald dieser gesichert ist. Beziehungsweise wird nicht zu sichern sein, aber ab rotem Band ist mit Feind zu rechnen. Ja, eins so verstanden halten. So, dann, wir haben auf der linken Seite Alpha 3 und 4 und wir gehen zusammen mit Alpha 2 durch den Gefechtsstreifen. Wir werden vermutlich erstmal hier mit den SBZ über die rechte Seite gehen, mit der Infanterie durch den Wald, dann ran an die Ortschaft. Alpha 2 wird sobald möglich sich auf der linken Seite befinden und dann die Straße hochfahren. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, der Feind heute ist russisch und fast vollständig Infanterie, bis dann später, also er ist verstärkt, aber bis dann später auch KPZ dazukommen, ist vor allem mit Infanterie zu rechnen. Wenn wir die erste Ortschaft gesichert haben, geht's weiter. Da werden die SBZ links um den Wald herumfahren müssen, die Infanterie wieder durch den Wald. Wir rechnen mit abgesessenen Feind. Hier ist eigentlich theoretisch alles voller Wald. Da müssen wir uns wieder irgendwie durchkämpfen mit den SBZ. Dann wird Alpha 2 auf die Straße auffahren, wird diese mitsichern und Alpha 1 bleibt auf der rechten Seite. Ja, dann kommen so ein bisschen Freifläche, so ein bisschen Wald, müssen wir natürlich alles sichern und dann treffen wir irgendwann auf einen Zug in Verbindung mit einem KPZ-Zug, von dem natürlich nicht klar ist, wo er genau steht. Wir vermuten, dass er entweder südlich des Waldes steht und auf die Freifläche guckt oder weiter nördlich und dann auf den auf das markierte Symbol guckt. Damit ist dann also entsprechend aufzupassen. Wir haben dann später nochmal einen kleinen Compound und dann erwarten wir einen Gegenangriff des Feindes bei PL Adler. Und ansonsten gilt halt noch, ne, wir haben keine PA-Waffen zur Verfügung zum Nachführen, müssen mit dem auskommen, was wir haben. Wetterbedingungen sind relativ schlecht und wir haben unbekannte Minen, wir haben keine Luftfeinde, also Luftraum ist frei. Und Zivilisten weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zivilisten hat er keine gesagt, ne? Keine Zivilisten, ja. Keine. Ja. Gut. Dann jetzt für der Auftrag für die Infanterie absitzen, den Wald durchqueren, dann mit Meldung bei PL Sperling, ob Feind frei. Ja, so verstanden. Ich möchte noch anmerken, dass die OPZ vorhin gesagt hat, dass die SPZ auch über Gefechtsstreifen Alpha 3 in den Gefechtsstreifen einfließen können. Also über die. Ja, das war ja bei der Besprechung, hat er angemerkt, habe ich verneint. Okay. Dann sind wir bereit, dann können wir los. Und hallo Tscheche und Go. Ja, Infanterie ab. Ja, dann rechts raus und vorne im Wald. Rechts raus, eins ab. Der Regen kommt, dann kommt auch die Artillerie. Also jetzt. Ja. Kurz mein HW-Pad anpassen. Vergesst nicht, Minensperre gibt. Rudel bilden Richtung Nordosten, blau links und rechts. Macht mal einen Abstand zwischen den Einzelnen, so 10 Meter mindestens. Und dann langsam vor das Marsch Richtung 045. So, wir machen Schwenk Richtung 025 und dann Geschwindigkeit erhöhen.
Macht mal links ein bisschen kürzer blau, damit ihr rot ausschließen könnt. So, jetzt weiter Richtung 025. Dann vorne am Waldrand selbstständig halt. Fahrzeug voran. Dann halt, Deckung suchen. Ist das weit weg oder ist das direkt vor uns? Direkt vor uns. Ja. Wir haben noch weit ein Stück. Aber 1, 2, 1, komm. Das ist ein BTR 315 Meter. Bravo, hört, komm. Ja, Alpha 1, Feind markieren, Stellung halten, dann rücken SBZ nach zur Feindbekämpfung, komm. Ja, so verstanden, sind dabei zu markieren. Alpha 1, Ende. H1, H1, komm. H1, hört, komm. Ja, H1, wenn ihr Aufklärung beendet habt, durchmelden. Wenn nur ein Fahrzeug ist, dann rücken wir gleich vor, komm. Ja, wir sind noch beim Aufklären. H1, so verstanden. Da, ich hab noch eins. Bravo 1, blau für Alpha 1, Fragestatus. Blau, grün, grün. Ja, ebenso, grün, grün, bei 1. Alpha 1, so verstanden, ne? Alpha 3 für Alpha 1, komm. Alpha 3 hört. Ja, Alpha 1, Frage, deine eigene Infanterie hat BTR aufgeklärt, falls nicht, ist jetzt durch meine markiert, komm. So verstanden, nicht aufgeklärt, wir sind noch im Wald, werden in Kürze an den Waldrand vorrücken, komm. Ja, Alpha 1, so bestätigt, sobald wir vorrücken mit SBZ an Planlinie Sperling, könnt ihr ebenfalls vorrücken und BTR auf der linken Seite bzw. euer Gefechtsstreifen bekämpfen, kommen. Ja, so verstanden. Alpha 1, Ende. 3 für 1 kommen. 3 hört. Der BTR, der mittlere von den dreien, ist jetzt, glaube ich, aktiv. Der hat das Licht angemacht und bewegt die Kanone.
Dann kannst du doch mal die Gradzahl zur mittleren prüfen, ob das auch wirklich ein dritter ist, nicht dass da jetzt nur zwei sind. Ich markiere, ich prüfe das, aber der, den ich anschaue, ist der, der bei uns im Gefechtsstreifen auf der linken Seite steht. Den ganz links sehe ich nicht. Da ist auch Infanterie hinter dem BTR, die patrouilliert in den Wald Richtung von Ost nach West, beziehungsweise von West nach Ost. Nordwestlich haben wir jetzt Eichner an der Waldkante. Ja, positiv. Der mittlere BTR ist auch da. Also es sind drei BTRs, zumindest wird es auch verklärt. Alpha Bravo, komm. Alpha 1 hört. Ich bin jetzt soweit durch mit der Aufklärung. Drei BTRs, eine Stellung auf Höhe der Ortschaft und Infanterie im Wald. Ja, Alpha 1, so verstanden. Entweder verbarrikadiert ihr euch da auf der Kurte oder ihr bereitet Bekämpfung von Infanterie vor. Wir fahren jetzt mehr oder weniger an die markierten Stellungen Alpha 1 und 2 und fangen dann mit der Bekämpfung der BTRs an, komm. Ja, so verstanden. Wir warten erstmal im Wald, bis die BTRs bekämpft sind. Ja, Alpha 1, ja, so verstanden, aber schaut bitte noch ein bisschen auf die Infanterie, wenn da PA-Schützen dabei sind, dass ihr die zur Not rausnehmen könnt, komm. Ja, so verstanden. Wenn das Vorgefecht anfängt, dann gehen wir in den Waldrand. F1, so bestätigt, Ende. 3 und 4 mit. 2 für 1, komm. 2 hört. Ja, 1, also ich sehe vor, dass wir entsprechend an die Markierung mehr oder minder vorrücken und dann selbstständig bekämpfen, du den linken BTR, ich den rechten, komm. Alpha 2 somit. Ja, 1, dann selbstständig vorrücken mit maximal 30 km/h, Ende. Alpha für Bravo, komm an. Alpha 1 hört. Ich habe euch meine Position mal grob markiert. Von meiner Position aus kann man den perfekt sehen, den linken BTR 80. Ja, Alpha 1, so verstanden. Alpha 2 müsste mitgehört haben. 2 bestätigt. Zwei für 1, komm. 2 hört. Ja, 1, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir einen Feuerüberfall hinbekommen, von daher auf erkannten Feind feuerfrei. So verstanden. 1 von 3 kommen. Alpha 1 hört. Wir sind ebenfalls bereit vorzustoßen. Alpha 4 im Moment keine Sicht. Bleibt im linken Gefechtsstreifen, komm. Macht euch bereit zum Vorrücken auf den Waldrand. Ja, Alpha 1 hat das so verstanden. Hier 2, linker BTR bekämpft. Rechter BTR müsste jetzt Richtung Nord-Nordost sein. Druck vor zum Waldrand. Wir haben Infanterie im nächsten Wald. Infanterie bekämpfen, wenn in Sicht. Da ist noch ein BTR Richtung 338. Ja, eins an alle, wie schon gemeldet, Feuerkampf hat begonnen, auf erkannten Feind feuerfrei. Alpha 2 für Bravo kommen. Hört. Grob 3, 4, 5 steht noch ein BTR. Mit Info, 2 hat 3 BTR ausgeschaltet. Ja, Alpha 1, ja, ich sehe leider keine Rauchwolken, ich sehe aber jede Menge BTR, also müssen wir mal Markierung erstmal aktualisieren. Ist gut. Er ist jetzt bekämpft.
Ich sehe auf jeden Fall keine Infanterie von hier. Ja, Alpha 1, ich habe noch einen auf 3, 4, 9, da fehlt mir eine Rauchwolke. 2, wenn du mal drauf guckst, ich schieß mal rein. Der ist bekämpft. Ja, 1 so verstanden. Luftgranaten? Ich hab nichts verstanden, Rico. Krause kriecht schon wieder zurück im Wald. Okay. Also wir haben rechts dafür die Ortschaft, ganz rechts die Stellung markiert, das ist die Pappstellung. Ja, einfach so verstanden, habe ich glaube ich jetzt noch nicht in Sicht, aber ich habe Infanterie im Wald, die rückt gerade an. Rechts ist höher als bei uns, oder? So. Mhm. Ich sehe halt gar nichts. Ja, nach dem SPZ geht es ja schon hoch. Ja. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, halt, komm. Ja, Alpha 1, wir werden aufgesessen, übersetzen, ist mir zu viel Freifläche. Dazu Bravo 1, aufsitzen. Ja, ich markiere erstmal noch die Stellungssysteme in der Ortschaft. Ja, Alpha 1, bestätigt. Gar nirgends durch, was ist denn das? Ja, ich bin Wir sind bekämpfen. Bruder ist gerade vom Fenster rausgeflogen. So, für 1 kommen. Zuhaft. Ja, 1, sobald die Infanterie die Aufklärung beendet hat, werde ich die aufnehmen und über den Wald heranfahren und sie absetzen. Du bleibst erstmal noch in Stellung und überwachst. Komm. So, somit. Ja, 1, erst wenn der Wald gesichert ist, hast du ebenfalls Freigabe, durch den Wald ranzufahren an die Ortschaft. Ende. Für Bravo kommen. Alpha 1 hört. Sind mit der Aufklärung fertig, habe alles markiert. Rechts ist die Parkstellung, dann 4 MG-Stellungen jeweils. Ja, Alpha 1, so verstanden, aufsitzen, komm. Super, aufsitzen.
Basis. Warum ist da jetzt Rauch? Trupp sitzt. Wahrscheinlich war nicht einer geworfen. Ich würde ja gerne denjenigen sehen, der das geworfen hat. War ein Kaiser in BTR 70 gefunden in dem Spiel? Ich wäre noch von Cup, ich glaube, ein Cup gibt es in BTR 70, aber der sieht fast 1 zu 1 wie ein 80er aus. Also beide sind auch bei den Russen gibt es aber keinen 80, keinen 70er, glaube ich. Der ist doch bekämpft. Klar. Das ist eine Evolutionsstufe. Der ist wie ein Pokémon. Ja, es hättest du mal, aber es ist halt. Das ist, wenn du einen 60er und einen 80er Kreuz kriegst, einen 70er raus, oder was? Ja, genau. Okay, 4 BTR-Scopes. Alle stand der vierte. Ja. Gut, also. Ich sehe jetzt den Schützen nicht, der den Rauch geworfen hat. Wir fahren jetzt gleich zur mittleren BTR. Wir werden erstmal nicht auf der rechten Seite vorfahren, weil ja da direkt die Pack ist und ich die weder sehe noch dann irgendwie Deckung habe. Das heißt, diesen rechten Ausläufer hier von dem Wald, da gehe ich erstmal von aus, dass wir den nicht sichern müssen. Das heißt, ihr geht direkt hier mittig ran und dann hoch zur Ortschaft. Und ich werde mich dann hier rechts rum kümmern um die Packstellung, wenn möglich. Aber das muss ich gleich nochmal prüfen. So, Fahrer ausrichten 008. 008 nicht an. Vorwärtsmarsch. Ja, eins mit Info, ich fahr vor, die Infanterie in den Wald bringen. Bevor ihr absetzt, will ich erstmal nochmal gucken, ob der Schütze jetzt vielleicht zu sehen ist. Die Stellung sehe ich jetzt hier von hier aus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr da eventuell die Pack rausnehmen könnt, Fahrer halt. Nee, weil da sind zwei Stellungen links daneben. Ja, aber wenn ihr Richtung 040 circa geht, dann seht ihr direkt die Stellung. Also müsst ihr mit dem MG schauen, dass ihr da nicht gesehen werdet und eventuell könnt ihr die Pack rausnehmen, nach eigenen Ermessen. Da läuft er vor uns. 002 ist nach links gelaufen. Da ist alles voller Büsche, da kann ich ihn gleich nicht mehr sehen. Ja, er ist direkt vor uns Richtung 359, ist da gerade rumgelaufen. Dann fahren wir noch ein Stück weiter rein in den Wald. Da ist er. Da kriecht er. Er ist jetzt hinter Baum. Da kommt er raus. Er ist kommt bekämpft. Ja. Infanterie links ab. Links raus. Ab. Verteilt euch, macht eine Linie hier am Waldrand. Blau rechts, rot links. Hinten frei. Was? Blau rechts. Langsam vor durch den Wald, 50 Meter circa bis kurz vor der Hügelkante, wo es runter geht. Ich sehe rechts den Bunker halt. Ich sehe einen der MG-Bunker. Ich sehe aber die Pack nicht. Ich hätte einen Schuss auf den MG-Schützen. Entfernung wären 240. Noch kurz Feuer halt. Wer hat sonst noch Sicht auf den MG-Bunker? Wobei, Rot, ich habe jetzt Sicht so auf diese DS-30. Also ich habe Sicht auf den MG-Bunker, dann bekämpfen Konrad und ich das MG. Ich sehe noch. Wir schießen auf 3. 1, 2, 3. MG bekämpft. So, jetzt schießt ein MG aus der Ortschaft, aber das schießt glaube ich nicht auf uns. Na ja, und wir haben mal kurz noch irgendwo Richtung Norden. Noch Infanterie, weil ich auf der Distanz höre ich Garagebeschlüsse. Da steht auch noch was. Wo?
Gut, ich hier ich hinter mich hab's langsam vor, ich noch 50 Meter. Ich seh's, ja, ja, ich seh den zweiten denke. Bunker. Da müssten wir aber wahrscheinlich zu dem Baum da vorne, damit wir den richtig sehen. Aber wir haben schon den nächsten Bunker in Sicht, blau. Das MG ist aber... Das MG vorne ist unbesetzt jetzt. Ja. Es sind zwei Bunker nebeneinander, ich weiß nicht, ob das der rechte oder der linke ist. Das ist der rechte, den wir rausgeschossen haben. Ja, wir haben rechts davon noch einen zweiten, noch einen in Sicht. Also rechts müsste der Packbunker sein. Ist hier links davon noch ein MG? Kontaktinfanterie in der Ortschaft 01. Ja, Feuer frei. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, Alpha 1, komm. Ja, Alpha 1, sicher nur eine Packstellung, komm. Also laut Hante ja nur eine Packstellung. Ja, Alpha 1, so verstanden, eine Pack bekämpft. Ah, wir haben rechts noch eine leere MG-Stellung in Sicht. Die haben wir zerschossen, die rechts. Da die linke, dann habe ich die linke zerschossen. Das ja. Linke, dann haben wir beide bekämpft. Ja. Dann rücken wir noch ein paar Meter vor. Ich sehe Richtung 325, da ist die Stellung mit MG. Ist irgendwo ein linker Teil der Samstagstellung. Ist da ein MG drin. Ein zerstörter BMP. Und kurz davor steht ein MG. Von mir aus in Sicht. Welche Richtung, Enrico? 341. Ah, jetzt hab ich's. Okay, dann seid ihr drauf. Das müssten nur 200 Meter sein. Dann auf 3. 3. Ja. Du hast 3 gesagt. Bekämpft. Ja, ich wollte 1, 2, 3 sagen. Auf 3, 3. Es hat funktioniert, also. Es funktioniert einfach klar. So, jetzt ist noch ein MG übrig, das müsste Richtung 322 irgendwo sein. Blau und Grün gehen jetzt weiter vor bis zum nächsten Bäumen Richtung Norden. Rot hält erstmal die Stellung. Also das MG hat doch irgendwo vor uns hier vorbeigeschossen. Das müsste da von uns auch 3, 4, 9 in den Büschen irgendwo sein. Das müsste die linke MG-Stellung sein bei Bravo 3 Gefechtsstreifen. Ich sehe Sandsäcker in die Richtung. Infanterie 349, kommt in die Ortschaft. Auf MG sehe ich nicht. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, Alpha 1, komm. Ja, Alpha 1, wie sieht's denn auf eurer linken Seite aus? Kann Alpha 2 da eventuell nachrücken oder ist noch zu gefährlich? Komm. Moment, ist noch zu gefährlich. Wir haben noch eine Infanteriegruppe vor uns in der Ortschaft. Da war ein PA-Schütze dabei, der hat sich verzogen nach rechts. Ja, Alpha 1, so verstanden. Wie sieht's ca. 100 Meter oder 50 Meter hinter euch aus? Kann Alpha 2 nachrücken? Komm. Ja, da kann er nachrücken, aber da wird er nicht sehen. 3, 4, 2 im Gebäude sind Schützen. Ja, Alpha 1, ne? Dann muss er langsam Sicht aufbauen, damit er dann unterstützen kann. Alpha 1, Ende. Wo? Er rennt jetzt durch den Bus. Okay, rot, geht mal nach rechts zu blau und ja, ein, kommt nach eigenen Ermessen. Ja, immer noch im Gebäude. 50 Meter Abstand hinter der Infanterie, auf der linken Seite vorrücken, Sicht aufbauen, Feind bekämpfen, kommt. Da war der PA-Schütze vor dem Gebäude. Zwischen dem Zaun und dem weißen Gebäude ist der PA-Schütze. Alpha 1, Ende. Ja, ist bekämpft. Rot bleibt jetzt da, wo blau ist. Versucht die Feinde zu bekämpfen, die da durch die Ortschaft laufen. Blau, nähert euch mal den ersten Gebäude, Gebäude 1. Passt auf, wenn ins Gebäude reingeht, ob da irgendwelche Spengen fallen. Heimdall. Ja? In dem weißen Gebäude laufen ganze Zeit Schützen rum. Okay. Von dem Baum, wo wir waren. So, let's go. Wo gehen wir jetzt genau hin? Schütze Richtung 333, hinter dem MG. Vor Blau rennt. MG von links schießt auf Blau. Oh, fuck.
Der eine von Blau ist tot. Ja, die sind direkt vor Blau. So, 4-1, komm. Mach ich mal Nord eine Granate, da kommt eine Gruppe. So, hat. 4-1, Rally Point setzen. Check. Einer bekämpft. Wenn jemand noch von Blau lebt, lass dich mal zurückfallen. Bravo 1 von Bravo 3, komm. Bravo 1 hört, komm. Bravo 3 dringt jetzt in eine Ortschaft ein, statisches MG bekämpft. Ja, so verstanden. Schieße über meinen Kopf drüber. Von euch hat keiner Rauch geworfen, oder? Bin wieder da, hallo. Blau, sammelt euch mal neu an meiner Position und lasst euch behandeln. Jo, mir geht's gut, ich war tot. Ja, ja, das ist doch ich, hab ich gehört. Rico, schau ich mal schnell. Jo. Rico. Ein, zwei Pflaster drauf, dann ist das alles wieder wie vorher, quasi. Aha. Die Löcher, die müssen so, weißt du. Gingen dann gleich vor, die wird man halt immer weiter zum Käse. Völlig Enrico. Ja, ich hab gehört, dass das ist ein Verbündeter. Warum läuft der Verbündete in unsere Richtung? Was ist das? Ihr könnt jetzt wieder an die Gebäude dann springen. Warte, ich werf nochmal drauf. Jetzt quasi so über die welches Gebäude 1 oder? Ja, das ist Gebäude 1. Alles klar. Bäume, bleibt kurz stehen, guckt ins Vorfeld und dann springen wir weiter an den. Alles klar. Und den Schuppen. Bist du weiter mit dem Kopf? Nochmal Blau, springen jetzt vor. Sieht okay aus. Hier 2 mit Info, wir haben wahrscheinlich schon eigene in der feindlichen Stellung mit den 3. Positiv. Okay, ich spreng. Alpha 3, 4, Alpha 1, komm. Lass ich das Gebäude. Wurde meine eigene. Geht nicht auf. Zumindest auf der Seite nicht. Dann gleich weiter zum nächsten, zu Gebäude 3. Alpha 3 für Alpha 1, komm. Alpha 3 hört. Ja, Alpha 1 Markierung, Alpha 3, Bravo 3 und Alpha 4 aktualisieren, sowie Bravo 3 ist in unserem Gefechtsstreifen mit drin, markieren Sie, welche Gebäude gesichert sind, komm. So verstanden. Gut, ihr könnt vor zu Gebäude 6, Gebäude 6, also gerade auch Behandlung. Danach gehen wir dann zu 6. Der links wieder ein Eingang. Ja, und rechts habe ich einen Schützen. Oder sollen wir vielleicht zu 4 gehen und dann könnt ihr schon 5 und 6 allein machen? 4 ist ein Sonntag, Schutten, wir machen die 6. 3 hört. Ja, eins nochmal zur Info, du kannst nicht im Zeus die Markierung verschieben, du musst die in deinem normalen verschieben, komm. Hier ist noch eine feindliche Mülltonne. Ja. Ich hatte den schon durchs Fenster, den Typen in dem Raum. Ja, feins Ende. Ja, dann wäre die hinter uns. Wir haben eine eigene Richtung Norden. Er läuft bei Violett 2 rum. Lass dich einmal Gebäude 7 und Gebäude auf. Bist du weit? Kommt euch was angefahren, oder? Ich höre nur Regen. Ja. Fahrzeugakustik Nord? Ja, jetzt höre ich es auch. Ja,
Ja, ich höre es auch, aber Bravo 3, die läuft da schon mit PA rum. Für mich ist jetzt okay aus, Enrico? Und du bist noch gar nicht da. Enrico! Fahrzeug irgendwo Norden? Ja, das müsste aus dem Norden loskommen, das müsste gleich mit der Freifläche anfahren. Ja, jetzt fahr nach einem BMW 2 an. Bei mir ist es okay aus. Geh rein. Oder du? Das müsste rechts um die Ortschaft kommen. Bei der Markierung zu verstärkt, schätze ich mal. Ah ne, da fährt ein BMP Richtung 348 über die Hauptstraße. Ich hab's halb auf Spur gefunden. Naja, kommt über die Hauptstraße. Ja. Der E-Kapitel, der ist ja super teilbar. Ich muss wieder nach Norden. Nein, das ist tatsächlich noch mehr. Das ist halt das Leben. Aber da kam noch ein Schuss von vier weiter hinten. Wo ist das mal da, das Gebäude? Ja. Was ist 8? 8 ist gesichert, 8 ist nur so ein. Notsichert jetzt Gebäude 9, blau hält jetzt. BMP 2 in Zufahrt bekämpft. Ja, 1 so verstanden, Markierung Ende. So, Blau, ihr geht jetzt lieber Gebäude 9 weiter vor zu Gebäude 5. Alpha 3 für Alpha 1, komm. Alpha 3 hört. Ja, Alpha 1, mir fehlt eben immer noch die Eigenmarkierung, komm. Ja, so verstanden, in unserem 5? Eigenen Bereich. Violett da vorne, oder welches? Sind in Eigenversorgung, könnte ich markieren. Violett 5, okay, verstanden. Bist du weiter, Rico? Verstanden. Violet Evergun 5. Okay, na dann, let's go. Müssten Effekte sein, oder? Ja. Bist du was? Mhm. Mach auf. Bist du was? Frei aus, Tür zu. Alles klar, ich geh rein. Gut. Soweit? Ja. Ich hab's da jetzt nicht drin. Bei mir sieht's okay aus. Nix. Ja. Da steht der BMP. Ja. Ja, der ist leer. Öffne? Ja. Wie kämpft er im Raum? Nein, der ist frei. Okay, frei. Was ist denn der hier, Sturm? Wahrscheinlich an Bravo 3. Also wir hatten einzelne Typen von Bravo 3 nördlich von uns rumrennen, also passt auf. Dann nehmen wir mal Gebäude 8. So. Passt immer noch auf Stolperdraht fallen oder sowas in der Richtung. Ja. Wir haben irgendeinen einen Metis Jeep oder sowas im Vorfeld. Ich hab's so verstanden, ich habe auch noch Audio im Gebäude 9. Ja, Alpha 1 hat einen BTR 90 voraus, der hat mich getroffen, müssen reparieren. Der steht circa auf Straße nördlich. Ich sehe ihn, der ist vor mir im Feld. Ja, sollen wir Bekämpfung mit der PA versuchen oder warten auf Alpha 2? Ich habe ihn grob markiert, der ist aber in Zufahrt auf unserer Pulsion. Ja, Alpha 1, wenn er euch nicht direkt bedroht, dann zieht euch erstmal die Köpfe ein, ich bin gleich da. Ja, zu. Ihr habt den gehört. Wir haben Artillerie. Nur 46 Infanterie im Wald.
2 Alpha 1 kommen. Noch 1 hat. Ja, Alpha 1, in welche Richtung ist der BTR gefahren? Ost, Südost. Ja, Alpha 1 momentan außer Sicht, ich habe Infanterie voraus. Wir auch. Also akustisch nördlich von hier 10 und 9. Also violett 10 und 9 sind Infanterie. Aber ist der BTR gefahren? Ist er dann nach Osten weggefahren? Ich bin nach hinten raus, weil ich jetzt schauen will, wo der BTR ist. Mal noch Gebäude 9, ich hab da Audio im Gebäude 9 gehabt, das sind keine Schüsse drin. Ja, Alpha 1, BTR ist hinter uns, hat uns umfahren, wir sind kampfunfähig. Bravo 1, wenn möglich, mit Bekämpfung mit PA vorbereiten. Ja, wir haben keine Sicht drauf, da ist dieser Wald im Weg. Ja, dann müssen wir uns da blau einstellen, PA rausholen, rot ist sicher Gebäude 9. Na dann. Wir lassen uns mal zum Alpha zurückfallen. Ja. Ich sehe den Alpha von hier aus, ich bin 127, irgendwo muss der BTR. Ah, ich sehe, der ist genau neben dem Alpha. Der BTR ist genau hinter dem Alpha. Hier links, links, komm her. Ja, Enrico hat schon draußen. War doch schon. Dem Alpha. Ich sehe doch nicht. 6, 1, 4, 9. Den auch nichts, aber. Wenn er rückwärts fährt, vielleicht ist er jetzt hinter der Hügelkante. Ja, dann lass mal zum Alpha zurück, oder? Bekämpft. Getroffen? Ja, bekämpft. Setz Besatzung ab, Besatzung! Läuft nach rechts. Eine bekämpft. Schwarzberger. Immer zum Alpha. BTR bekämpft. Wow, Sani, mich hat auch ein paar Mal getroffen. Noch jemand? Ja, Kruppel lebt noch. Kicker lebt, ja, Kicker auch noch. Kicker liegt auch noch, ich mach sie mal zu. Geh mal weg vom Alpha. Ja, Sekunde. Geh mal mit. Ich hoffe, der überlebt jetzt den Marsch dahin. So, jetzt kann ich ihn zumachen. Alter, bei mir wird das Bild schon grau. Ja, du hast aber auch ordentlich eingesteckt. Musst du mich aber nur zweimal verbinden? Nehmen wir mal mit. Hast du eine neue PA geholt? Rot, ich hab mal Gebäude 9, beziehungsweise die letzten Gebäude. Enrico, hol dir gleich eine neue PA, wir stehen doch direkt neben dem Alpha. Auf dem Weg. In 9 hatte ich noch Audio, also da ist noch drin. Passt auf. Ich hab hier einen Hauptmann zum Mitnehmen. Ja. Erstmal holen wir den anderen Sunny hoch. Ich glaube, das ist vielleicht. Ja, der ist aber soweit schon in Ordnung. Der ist schon zu. Also der ist auch schon zu. Ja, nur Blut gegeben. Was? Nee, kommt sofort, Maxi. Ich gebe Kicker schnell ein Epiphrin, das soll schon reißen, dann ist Kicker schon mal wieder wach. Nothing personal. Der BTR hat jeder nothing personal. Ich bin über dem Wehr. Lipports behind you. Kannst du einstellen, Maxi? Hallo. Kein BTR, kann mich töten. Beziehungsweise 10 auf. Sei froh, dass ihr die Granaten gegen euch geschossen habt, wo ihr noch drinnen wart. Nee, ich bin schon um meinen SPZ rumgerannt, als er Granaten geschossen hat. Und dann ist er mir hinterhergefahren und hat mich niedergeschossen. Die göttliche Hand, würde ich sagen.
Das hat er mit mir auch versucht, aber er hat verloren. Ich hatte nur mein Werkzeug in der Hand und keine PA, deswegen konnte ich nichts machen. Also, wir haben jetzt auch die Büsche direkt hinter dem Gebäude gesichert, das kann ein Infanterie waren. Ja, dann erstmal vor der Stellung halten, oder eine gute Stellung. Der SPZ steht noch, der muss nur repariert werden. Dann sag mir mal, wie weit ich bin. Du wirst noch gar nicht behandelt. Also jeder, der jetzt nicht mit der Behandlung zu tun hat, das heißt alle... Ja, wenn ich noch keine Behandlung gekriegt habe, dann gehe ich zu meinem SPZ und repariere. Alles klar. Jeder aus der Karlsberg geht vor zu los, Gebäude 9. Irgendwo da aufstellen, in Verteidigungsposition. Wir sind beim nächsten Rot, nächsten 9. Ja, dann danke für die. Danke, dass du da warst und viel Erfolg, Atze Freak. Fahrzeug in Zufahrt. Ja, Nord. Das auch. Ja, lasst erstmal den Alpha 2 machen, aber holt zur Sicherheit mal die PA raus. Irgendwo nordöstlich. Nordöstlich, okay. Geh mal nach oben, vielleicht sehe ich von oben was. Klingt nach PNP. Ja, gut, ich glaube, sie haben. Blau, hast du schon eine Panzerphase aus dem Alpha-Tool? Positiv. Okay, ist verstanden. Ah, ich sehe ihn, ja. Ein BMP-2. Da kommt noch was, oder? Ja. Oh ne, das ist die Klimaanlage. Das ist die blöde Klimaanlage hier neben mir. Sowieso hart an der Grenze mit 80 Metern. Was haben wir? Ich weiß nicht. Also McCoy hat nicht gesagt, dass die Züge da sind, nur Bravo 3 ist die da und die beiden. Wir haben zugelegt. Ich lasse mich mal behandeln, ja. Und ich weiß nicht, ob sie dann rüberlaufen bei euch Zeitverjüdung. Kannst du mal aus dem Schwarz-Weiß-Film einen Bundfilm rüber machen, ja? Ich dachte, du stehst aus Schwarz-Weiß-Filme. Ja, warte, Enrico, ich kann ganz andere Zaubertricks. Ich dachte, ja, warte. Nein, das ist die blöde Klimaanlage. Und dann ist alles wieder Pauphin. Zack, Update ist durchgelaufen. Wir haben auch gesagt, da ist ein Fahrzeug, aber es war eigentlich nur die dumme Klimaanlage da oben. Das ist aber sehr schnell, das ist natürlich so. Wir hatten vorhin Infanterie aus dem Wald Richtung der Osten. Sind wir auf die Pfeifertür gelaufen. Wird hier gehandiert. Steckt mich hier im Zimmer mit. Geh auch mal rein, ich schau auch mal mit. Vielleicht sehe ich auch was. Ja, ich will nicht nass werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, wie schön! Wundert sich, dass die Hand hier nicht sofort abgeschossen worden ist. Naja, dann was da fehlt. Ich hab dir ja schon versprochen, Maxi, wenn ich hier irgendwann aufhöre in meiner letzten Mission, schieße ich jede Hand hier von dir ab. Das wird ja nicht passieren, weil du nie eine letzte Mission hast. Schauen wir mal. Es gibt immer ein letztes Mal. Ich sehe eine Stellung, siehst du die auch? Nordosten? In der Lichtung beim Wald? Ja, jetzt nicht mehr, weil es zu tief ist, aber ich habe sie gerade noch gesehen. Ja, ich sehe den immer noch, hä?
Ja, ich hab zu weit reingezoomt. Ja, das ist MGs und ich glaube eine Pack, aber ich kann es nicht genau sagen. Das rechte ist eine Pack, da ist ein MG. Ich glaube der BTR da auf der Fläche, der ist bekämpft, da liegt in Besatzung dahinter. Der ist bekämpft. Den sehe ich, habe ich auch so schon gesehen. 241, komm. 200. Markierst du die Stellung? Ja, eins. Mein machen. Status, ich befinde mich noch ca. 2 Minuten in Reparatur. Kann ich weiter vorrücken, wenn möglich, du die eigene Infanterie unterstützen beim weiteren Vorrücken, beziehungsweise wenn eine Ortschaft gesichert ist, vorbereiten, vorrücken auf nächsten Wald kommen. Das müsste hier sein, wenn ich es richtig interpretiert habe. Da ist sie. Ja, genau. Hier so verstanden, heißt das, wir sollen die Infanterie an den nächsten Wald ranbringen, das vorbereiten, komm. Ja, Alpha 1, wäre möglich, wenn Aufklärung Infanterie abgeschlossen ist und kein weiterer Feind voraus ist, könntest du die zum Wald bringen oder die gehen abgesessen, wenn möglich, komm. Der Tank hier mit dem großen Feuerzeichen drauf, der macht mich das hier. So verstanden. Das ist alles total sicher, auch von TÜV geprüft, mag ich alles. Halt, ist das richtig so, Maxi? Der Lesko-Wetsche-Tüff hat auf der Karte, das wird so stimmen. Der Lesko-Wetsche-Tüff hat das geprüft. Alpha für Bravo kommen. Bruder verdrungen. Hier Alpha 1, Frage, falscher Funk. Alpha 2 für Bravo kommen. Hallo, antwortet mir irgendjemand? Nein. Ja, ich antworte. Kriegst nur einen genervten Kaiser, der dir antwortet. Weil Kruko rausgeflogen ist. Ja, aber das ist doch nicht. Du hast doch Alpha 2 angefunkt und nicht Kruko. Ich habe jetzt Alpha angefunkt, ich habe Alpha 2 angefunkt. Keine Antwort an mir. Keiner will mit mir reden. Also Kicker hat gesagt, Kicker. Falscher Funk, Fragezeichen. Ja. Okay. Wann ist denn der umgestellt worden? Ja, Alpha für Bravo kommen. Alpha insert. Wir haben eine Stellung markiert mit einem MG und einer POC. Die Alpha 1 so verstanden. Frage, von wo aus ist die vermutlich dann bekämpfbar? Komm. Von der Waldkante bei der Lichtung. Die Alpha 1, also vermutlich erst bei PL Falke, komm. Ja, ich vermute, dass man die vom linken Gefecht streifen. Vielleicht kann die Alpha 4 bekämpfen, höchstens, aber wir können die erst bekämpfen, wenn wir bei PL Falke sind, genau. Ja, Alpha 1, na, wir werden ja eh mit den SPZ über die linke Seite fahren, dann können wir das erledigen und ihr geht durch den Wald. Jetzt ist die Frage, Aufklärung abgeschlossen, komm. Ja, positiv. Ja, Fan, so verstanden. Geht ihr zu Fuß zum nächsten Wald oder soll ich euch hinbringen, komm? Wir wollen hingefahren werden. Ja, Alpha 1, ich bin unterwegs. Ihr seid unsere Antwort, hätte ich nicht akzeptiert, bei dem Wetter macht ich hier weiter. Es regnet nicht mehr, Karlsberg, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber sobald wir loslaufen, fängt's an. Ja, aber dann kommt wieder Artillerie, wenn es wieder anfängt zu regnen. Nee, wir hatten ja die Vermutung, dass sie kommt, wenn es aufhört. Oh, Scheiße! Ja, irgendwas muss sich ja regnen. Entweder Regen oder jetzt, Artillerie. Ja, guck mal, wie war das hier? Blei oder Wasser? Blei oder Wasser? Sind ja der Mörse. Wo geht's denn hier hin, wenn wir jetzt den Deckel aufmachen? In die Meditation. In dann ins Geheimversteck von Perry, dem Schnabeltier. Junge, das ist so ein Narnia-Ding, nur das ist einfach kein Kleiderschrank. Ein Schnabeltier? Das ist auch so ein Narnia-Ding. Wenn man da dagegen schießt, sind wir auch in Narnia. Bravo, auf ein Alpha 1 oder Alpha 2? Ja, Alpha 1, aufsitzen auf Alpha 1. Also verstanden, aufsitzen auf Alpha 1. Oh, als ob es jetzt wieder regnet. Ja. Ja, weil der noch irgendwie einen Kilometer weg war und jetzt hat sich gerade erst die Markierung aktualisiert. Ohne Witz. Ja, das ohne ist halt... Witz. Ach, jetzt sind die am Schützen. Ohne Witz. Ja, immer kommt wieder, aber... Immer diese Solo-Taxifahrer. Machen wir Konrad erstmal auf den Schützen und Maximilian auf den Kommandanten. Alles klar. Packt denn immer seine angefangene Magazine hier rein, das gibt's nicht. Das bin ich. Alle drauf? Ja, Club sitzt. Kannst auch ein neues haben, neues angefangen. Wir fahren ist. Weiter Richtung 035 an den Wald, bereit machen dann zum Absitzen und Sichern des Waldes. Warte, Artillerie irgendwo. Links vor uns, ne? Ja.
Militärwunsch schießen. So, mit Obacht hier, der war jetzt ziemlich breit. Links ist offen. Rechts geht jetzt auch offen. Ja, Einsicht auf rechts. So, links ran. Keine Deckung. Machen wir hier in die Lücke, damit wir noch mal kurz reingucken können in den Wald. Ich bin schon außerhalb vom Gefecht. Ja, dann fahren wir links rum. Links ist ja dieselbe Lücke. Irgendwas zu sehen? Nee. Bitte negativ. Dann Infanterie links ab. Links raus. Ah, da ist ein Hase. Route bilden Richtung 330. Blau rechts, blau links oder rechts. Hinten frei. Also der Wald bietet sich eigentlich an für eine Pyramiden, für den Gürtel. Ja, dann macht die Abstände ein bisschen größer, oder? Macht auch die Abstände größer, also 15 Meter zwischen den einzelnen Schützen. Auch ein bisschen mehr rot. 2 von 3 kommen. So, und langsam vor jetzt Marsch Richtung 3, 3 kommen. Alpha 1 hört. Alpha 3 ebenfalls links vorgerückt, überwacht die Straße nach Nord. Kannst du meine Markierung erkennen? Komm. Ja, Alpha 1 negativ. Ich wiederhole nochmal, du musst, ohne im Zeus zu sein, als Spieler die Markierung setzen und verschieben. Komm. So, verstanden. Sollten wir jetzt auf eine Mine treten, dann halt und langsam den Weg zurück, den wir genommen haben. Wenn wir beschossen werden, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann Rauch werfen. Wir schwenken jetzt genau Richtung 1,15. Das heißt rot kurz langsamer, blau links schneller. Rot langsamer. Dann weiter vor jetzt Marsch Richtung 020. Zwei für eins, komm. Zwei. Ja, eins. Wir fahren jetzt in Linie links vom Wald entlang und bleiben ca. 100 hinter der Infanterie, komm. Ich hab's in Sicht auf die Stellung, zumindest ein Teil davon Richtung 006. Ja, eins zu gehen langsam weiter vor. Von meiner Position siehst du es MG. Und so standen da vorne halt. ...270 Meter entfernt. Dann mach ich mir mal bereit zum Bekämpfen. Warte, wo, Enrico? 009 müsste das sein. Ah, ich sehe ihn. Hier, Alpha 2, Information. Entfernung zum MG 270, dann mach ich bereit zum Bekämpfen. Alles bereit. Dann auf 3. 1, 2, 3. Spitze bekämpft. Dann weiter vor jetzt Marsch bis zur nächsten Hügelkante Richtung 014. Rot
und Gün erstmal rechts halt. Blau vor zur Hügelkante. Wir haben immer noch die Pack in der Stellung. 241 kommen. 2 hat. Ja, 1. Die Linie fährt weiter Richtung 008 mit 20 km/h. Vorne halt. So, verstanden. Bei der Pack, vielleicht können wir die da aufschließen. Ich glaube es aber nicht. Wenn nicht, dann müssen wir PA rausholen. Ich sehe die Pack hier gar nicht. Ja, ich sehe auch die Pack. Ja, dahinter läuft die Gruppe. Wo ich weiß. Ah, jetzt sehe ich sie. Wir haben hinter dem Wald, wir haben genau bei der Stellung eine Infanteriegruppe. Erstmal Feuer halten. 220 Meter zum MG. Ich glaube, das wird gleich wieder besetzt. Ich bin so weit links, ich sehe das gar nicht. Ich geh mal rechts von Enrico. Ich glaube, wir bekämpfen die Pack mit einer PA. Wieso kommen wir her? Jawohl, ich habe jetzt Sicht auf einzelne Schützen an der Stellung, beziehungsweise hinten dran. Ich komme her zu mir. Ja, so verstanden. Ich würde sagen, wir bekämpfen die Pack mit einer PA, sofern die Alphas nicht schaffen. Wir behalten uns mal in Bereitschaft. Ja, Alpha 1, Pack auf gar keinen Fall PA verschwenden, wenn möglich den Schützen rausschießen oder Alpha überlassen. Ja, Schützen können wir nicht rausschießen, dann müsst ihr kämpfen. Ja, Alpha 1 eventuell mit Unterlaufgranate möglich, komm. Negativ. Ja, Alpha 1, dann wartet bis wir da sind, wir übernehmen. 241, wir reduzieren auf 15. So verstanden. Ja, die Pakt ist jetzt aktiv, dreht sich jetzt. Und Linie rechts um auf 015. Wenn die sich zur Seite dreht, dann könnten wir sie bekämpfen. MG ist wieder besetzt. Ja, Pack schießt auf uns. Bleibt unten, bleibt unten. Lass die Alphas das machen. MG-Schütze ist bekämpft. Pass auf den Bunker auf, du schießt es auf deinen Bunker, auf deine Stellung. Ja, die trifft aber die Bäume davor. Ja, 1, Linie abbrechen, wir wurden getroffen, Pack vermutlich nicht zu sehen. Ey, Ron, ich könnte mit etwas Glück den Helm treffen von den Schützen. Dann versuch's. Ja, Alpha 1, wir wurden vermutlich vom Pack getroffen, konnten die nicht aufklären, müssen reparieren. Alpha 2 rückt aber weiter vor. MG wieder besetzt. MG ist wieder besetzt. Hanna, komm mal her, wieder. Naja, wurde vermutlich der Schütze rausgeschossen aus der Pack. Vermutlich. Also da war Alpha da gerade vorne vorbei. MG-Schütze ist wieder bekämpft. Läuft ein Schütze hinter der Pack. Grenadier Richtung 018. Rechtsseits der Stellung, läuft Richtung Osten. Sehr gut. Brauche ich nicht mehr draufhalten, kann ich umpacken. Hat gerade der Alpha auf die Pock geschossen? Und das MG. Okay. Hast du gerade die Pock zerstört? Hm. Wo
Negativ. Da hat irgendjemand mit dem Unterlaut drauf geschossen. Oder vielleicht der Alpha? Alpha, für Bravo, komm. Alpha 1 hört. Habt ihr gehabt, dass die Pack zerstört? Ja, Alpha 1, also ich hab gerade mit ABM reingefeuert, Alpha 2 schießt ebenfalls. Ja, dann war wahrscheinlich ihr das. Ich will es nicht glauben. Ja, Alpha 1, Frage, ist die denn zerstört? Ich sehe sie ja nicht. Ist zerstört. Ich frag mich jetzt nur, ob das vielleicht doch meine Unterlaufgarte war, oder? Aber ich schätze mal, dass das eure ABM war. Ja, Alpha 1 macht keinen Unterschied, Hauptsache der Feind ist tot, ihr könnt weiter vorrücken, komm. Ja, das wäre vielleicht interessant zu wissen. Wenn wir haben doch schon mal eine Pack mit einer Unterlaufgranate zerstört, also es geht. Wann denn? Casual First Mission bei Wankerles Grabenkampf-Geschichte da. Kannst du dich erinnern? Nee. Da hab ich eine Pack auf dieser Insel auf Tanoa, wo 5 Packs auf der ganzen Insel standen, da hab ich eine mit einer Unterlaufgranate zerstört. Was sagst du jetzt? Ich dachte, du weißt, dass das geht. Warum hast du nicht... Ich hab vorhin gefunkt, nee, wir können dich... Ja, weil ich dachte, du kannst dich treffen wegen dem Baum. Tupf langsam vorwärts Marsch in Rudel Richtung 007. Wir gehen nicht auf die... Also wir gehen bis zum Waldrand vor. Wir gehen nicht auf die Feuerfläche. Ich schätze mal, dass da ein Mühlengürtel liegt. Schütze, 004 läuft nach rechts. Bekämpft. Aber ins Alpha 1 kommen. Flava 1 hört kommen. Ja, Alpha 1, ich hatte gerade einen Scharfschützen mit einem Raketenwerfer direkt vor mir. Ich vermute, die versuchen uns zum Laufen, wenn möglich, über meine Stellung vorgehen, Wald weiter sichern. Ja, so verstanden. Dann gehen wir links rum, über Alpha 1 in den nächsten Wald. Wir gehen in, Reihe. Rechts am Alpha 1 vorbei und dann zur Stellung. Also rechts am Alpha 1 und rechts am Alpha 2. Obacht, Alpha 2 schiebt zurück. Dann links vom Alpha 2 vorbei. Wir haben noch Infanterie, die noch drum gelaufen. Dann blau ist sicher die Stellung. Guck, da haben wir einfach geschossen. Geh laut in Norden. Das ist so einfach gewesen. Naja, gut, wir weichen nach Norden aus. So einfach gewesen wäre Alpha 2 einfach das Ding gesehen, was ich vorher war. Stellung ist gesichert. Ja, Infanterie Gruppe Richtung 014. Grenadier ist Richtung 016, ist nach links gegangen. Ich habe schon Sicht auf die nächsten Gebäude, Maxi. Sind wir verletzt worden durch die Granate? Ja. Und ne Pack. Rot versucht mal nach rechts zu uns zu kommen. Ja, das ist schon okay, Maxi. Verstanden. Achtung, Alpha, wir kreuzen. Alpha 1 bestätigt. Der ging ja die Sichtung 025, läuft nach rechts. Ging ja die bekämpft. Der ist jetzt bekämpft, der Grenadier. Kümmere dich mal um Rode, ich glaube, die hat es jetzt erwischt. Ne, ich. Also. Alpha 1, 2, komm. Auch nichts. Alpha 1, hört. Okay, wer ist denn hier? Hier Alpha 2. Ich hab einen Schuss vor 10 Minuten oder so reingekriegt. Hier 1, Reparatur durchgeführt. Mein Schütze momentan. Mein Fahrer momentan nicht anwesend, komm. Rode bei mir will.
blau, links und rechts. So verstanden, wollen wir dann erstmal rechtsseitig von dir bleiben? Ja, Alpha 1, bleibt mal auf jeden Fall bei der Infanterie, wenn möglich. Ich vermute hier voraus Richtung Nord ein Fahrzeug. Das ist aber eher auf der linken Seite und schießt durch den Wald. Langsam vor jetzt Marsch Richtung 010. Trennung Alpha 3 für Alpha 1 kommen. Alpha 3 hört, wir stehen im Feuerkampf mit feindlichem Fahrzeug unbekannt. Ebenfalls vermuten wir entlang der Straße feindliche Pack. Infanterie weicht aus. Alter, ich schütze wie so von Nord auf Alpha 1 so verstanden, kriegt ihr das Fahrzeug niedergekämpft? Komm. Negativ, wenn wir vorrücken, werden wir sofort von der Pack unter Feuer genommen. Die Markierungen von uns sind aktuell. Also der müsste irgendwo in der Verlängerung stehen, Richtung 10 Grad. Schützen 351, noch bis zur Hügelkante dann halt. Schütze 351. So verstanden, wir versuchen aufzuklären. Schütze bekämpft. Bravo 1 für Alpha 1 kommen. 350, 2 Schützen. Bravo 1 hört. Die Alpha 1 vorrücken, momentan zum Erliegen gekommen. Fahrzeug und Pack voraus, vermutlich bei Ortschaft. Wenn möglich, Vorgehen einstellen und Hand-IR benutzen, um feindliche Fahrzeuge und Pack aufzuklären. Ja, es sind noch im Feuerkampf mit Infanterie im Wald vor uns. Die Alpha 1 so verstanden, sobald Feuerkampf beendet, durchführen. 350, der kriecht. Ist bekämpft. Ist bekämpft. Sucht euch die nächste Deckung, wir halten erstmal hier. Also hier rückt schon 322, wenn der Parker mal nicht umbesetzt. Wir markieren. Ja, Alpha 1, feindlicher Botnik mit MK Richtung 019 bekämpft auf Straße. Also ich habe eine Stellung in der Ortschaft. Unklar, ob da ein Fahrzeug drin ist oder ob das nur ein Fahrzeug von der Stellung ist. Das könnte... Ja, da ist das Tarnis davor. Vielleicht ist das wieder eine Packstellung. Ich glaube, das ist zu hoch für eine Packstellung. Ist ja auf jeden Fall Infanterie da drin rumwuseln. Kommando. Da siehst du doch eine Antenne oben rausgucken. Ah, ich hab ein Fahrzeug weiter hinten, Richtung Norden von der Ortschaft, in Verlängerung. Ich hab einen Wotnik, der direkt am Ortsanfang ist. Ich weiß nicht, ob das der war, den ihr bekämpft habt, oder? Alpha. Ja, Alpha 1, der Botnik, den ich bekämpft habe, raucht. Ja, dann ist das nicht der. Ist das der große schwarze Rauch bei der Kreuzung? Dann ist links davon, rechts davon noch einer. Ich markiere ihn gleich. Ja, Alpha 1, wenn da die Packs davor stehen, kann ich nicht vorrücken, um den zu bekämpfen. Das aktuelle MG-Feuer, ein Haus weiter rechts und noch ein halbes Haus weiter rechts, dort steht noch ein Fahrzeug, wo das letzte MG hingeschossen hat. Eins von drei kommen. Ich werde jetzt auf der Straße vorrücken. Ich habe eine Hügelkante, versuche Fahrzeug zu bekämpfen. Schlage vor, dass du rechts von mir ebenfalls vorgehst. Ja, Alpha 1, Sie haben mit Obacht, das sind zwei Packs vorher markiert. Die wirst du vorher sehen, bevor du ein Fahrzeug siehst. Und ich kann die nicht erkennen. Also momentan schwierig mit Bekämpfung. Also ich sehe nur eine Pack und die ist unbesetzt. Da ist aber ein Infanterist direkt daneben, der könnte die wieder besetzen. Meine Infanterie meldet da auch vermutlich nur eine Pack, keine zwei kommen. Ja, Alpha 1, so erkannt, Markierung war gedoppelt. Ja, Alpha 1, falsche Markierung entfernt. Die Markierung von Scooby ist die richtige, ja. Aber ich habe jetzt das Fahrzeug hinter der Ortschaft markiert, unklar was das ist. Ich habe den anderen Worten gesaugt markiert. Ich glaube, das war ein BTR 90. Maxi, war diese Stellung in der Ortschaft zwischen 7, 8, 9, 10 blau oder noch hinter 7, 8? Die, glaube ich, war rechts von 1, 2, 3, 4, 5 rot.
So verstanden. Eins von zwei, ich habe eine feindliche Pack bekämpft rechts der Straße. Wotnik Richtung 003, Alpha, wenn ihr ein bisschen nach rechts vorfahrt, dann seht ihr ihn. Check. Seht ihr die Reifen? Jetzt halt, da müsst ihr die Reifen sehen unter den Büschen, Richtung 002. Fahrt noch ein Stück zurück. Fahrt hinter dem Baum, dann sieht ihr ihn. Noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück. Jetzt müsst ihr ihn sehen. Ja, ich glaube, das reicht. Ja, er raucht. Dann wieder Rudel bilden bei mir und langsam vorwärts Marsch Richtung 355. Was ist das? Was ist was, Enrico? Enrico hat irgendwas aufgeklärt? Nee. Dann nee, okay. Dann schwenk Richtung 350 und weiter vorwärts Marsch. Alpha, du schießt gegen den Baum. Pass auf, wir gehen jetzt vor dir in den Rudel, nicht dass der ein Querschläger uns erwischt. Check. Bleib jetzt 2 Infanterie. Dann rot bekämpft. Der Schütze ist gerade wieder einfach durch die Wand verschwunden. 3-0-1. Okay. Rot und grün hält, blau und geht weiter vor bis zur Hügelkante. Blau, Teile grün, Geschwindigkeit erhöhen. Der Packstellung sieht frei aus. V1, komm. Vorhat. V1, V2 mich verlegen auf meine Position, linke Seite übernehmen, ich gehe rechts rüber, komm. Check kurz die Parkstellung. Alles klar. So verstanden, das führt aus. 1, Ende. Achtung, Alpha, ich gehe kurz in die Parkstellung rein. Gut, maximal nur vor bis zur Straße, nicht weiter. Ja, wir haben Richtung Norden an der Infanterie, an der Straße. Die sind in Zulauf. Scheinen aber ich da. Ich sehe es, die laufen in die Ortschaft rein, die kommt gleich vor euch raus, blau. Nochmal 2 Bäume weiter vor. Alles klar. 241, komm. 2 hat. 1, ich gehe jetzt nach Osten über, du kannst wie geplant auf Straße übernehmen, komm. So, verstanden. 1, Ende. Okay, der ist quasi hinter dem Gebäude. Gebäude 3 ist dann auch vorne rechts gelaufen. Das heißt, da müsste eigentlich irgendwo da dazwischen. Zwischen Wotnik und der Haus rauskommen, oder? Ja, irgendwo da. Ich hab die Kante im Visier. Kasper, komm mal zu mir.
liegt der nicht da? Ist das der? Ne, das ist ein Baum. Jupp. Kausfeuer beginnen zwei Bäume weiter vor. Jupp. Sorry. Blau vor zur Ortschaft, Gebäude einsichern. Wir kommen links. Ja, das müsste irgendwo da Richtung Ufer 7 sein von uns. So, der Eingang ist gleich hier. So. Ich hast du die Straße entlang, ich gehe mal rein. Ich kann dann in die Ortschaft auch eindringen. Und dann zu mir kommt zu Gebäude 1. Geh rauf. Da steht er. Ja, ist gut. Ich bin nur getroffen. Hinter dir, Magnus! Okay. Also kommen wir da mal. Schütze? Ah, da steht ein Schütze. Oben ist frei. Unten ist frei. Ist klar. Ich bräuchte Karlsberger, bitte. Wir bekommen Beschuss vom Westen. Fahrzeugbesatzung Westen. Bravo 3 steht im Feuerkampf mit Fahrzeugbesatzung links. Okay. Bekämpft. Ja, fein so verstanden. Bravo 3 Markierung aktualisieren. Und so. Das kann nicht gehen. So ein bisschen mehr Platz. Ja, ja. 10 Sekunden. Ja. Gehen wir gerne. Westen, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein. Happy End. Das ist Konrad. Dankeschön. Lass mich genau. Bist du auch verletzt, Enrico, oder bist du grün? Enrico? Nö, ich bin ganz. Alles klar. Dann rot sicher gerade 3 mit dem Wotnik. 2 Pizzas, ah ja. Schön. Auf dem Weg. Das ist auch der Schütze, den wir vorhin gesehen haben, der muss da irgendwo rumlaufen. Und Grüße aus dem Gestern. Fertig, Monkey. Lass mich durch. Ja, ich lass die Top durch. Geh raus! Ich hab wieder raus. Ich könnt dann kürzer Gebäude 2 nehmen. Wir warten noch kurz, bis Bravo 3 links Gebäude gesichert hat. Ja, Bravo 3 hat Kontakte und schießt. Das ist Stefan Fischer. Absolut Legende. Mhm. Gebäude gesichert, Blau sich über die 2. Bin soweit, Enrico, springen. Alles klar, auf geht's. Hier unten sieht's frei aus. Soweit? Mhm. Mach auf. Schütze. Bei mir aus dem Weg. Ab hin. Geh rein. Was denn? Ist frei. Was macht denn er jetzt hier? Ja, ich weiß auch nicht, was er hier macht. Verwirrungstaktiken. Bischar! Werner, raus hier! Unser Haus. Geht auf eure Seite. Psst. Bravo 3 für Bravo 1 kommen. Kunden. Bravo 3 hört. Versucht mal eure Leute einzugrenzen, damit die nicht auf unserer Seite des Gefechtsstreifens können. Ja, verstanden. Befehl ging raus. Wird ihm kurz geklärt. Vom Fischgericht, Logo, Junge. Die hört doch eh nicht. Ja, die hören doch eh nicht. Ah, okay. Blau, dann Gebäude 5 sichern. Jemand verletzt? Ich bin getroffen, ja.
Geh mal oben rauen. Oben habe ich auch nichts gesehen. Ja, oben ist frei. Ja, bist du immer noch völlig? Ja, klar. Asperger, ich übernehme kurz, kannst du mich nochmal anschauen? Ja. Alles schon okay, Maxi, also ich kann durch schon kämpfen. Geht schon. 10 Sekunden für das schöne Hello Kitty Cluster. Ja. Gerne. Fertig. Schon. Bitte. Geh mal vor zu Enrico. Ja. Nicht betreten, das Ding. Alles klar. Wir warten bis Bravo 3 da links vor uns ist. Ich glaube, dass das Fahrzeug da hinten, das war ein BT. Bravo 1 von 3 kommen. Bravo 1 hört kommen. Springen jetzt links auf die nächsten Gebäude. So verstanden. Antia oder was ist das? Ja. Schau nochmal mit. Erstes Gebäude gesichert. Sieht man von hier mehr? Rot, kommt mal, schießt mal auf unsere Höhe. Und blau, wenn. Bravo 1 links das Gebäude gesichert hat, dann könnt ihr vor zum nächsten Gebäude, Gebäude 7. Ja, es ist ein BTA 90 da hinten in der Fahrzeugstellung hinter der Ortschaft. Ja, ihr könnt Gebäude 7 nehmen. Alles klar. Das ist ein BTR 90 auf jeden Fall. Ja, ah, dann let's go, Gebäude 7. Und das Postschild. Post. Frei. So. Raum sah auch frei aus. Ist auch. Na dann. Machst du auf oder? Ja. Ich öffne. Ja. Frei. Gut. Oder kann er aufschließen? Zu mir in dem Wald. Was? Rot soll zu Maxi. Das ist ein sauberer Haus. Das Wetter ist auch irgendwie so katastrophal. Ich dachte, jetzt macht er hier die Zeusblitze überall hin, damit das da Blitze runterkommen. Da ist er. Hier ist jetzt auch frei. Rechts, das ist der Alpha, ja, das ist der Alpha.
Also bis jetzt läuft es eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt hast du gesagt. Jetzt kommt die Artillerie. Du Verräter. Sind ja dann nur Mörser. Ich jetzt nichts in diesem Tarnetz da bei dem HQ-BTR. Ja, ich hab da auch nur ein bisschen Infanteristen. Ja. Wo habe ich zwei Infanteristen rumlaufen gesehen dort? Ach, dann läuft ein Infanterist rechts von uns in den Wald. Wer kommt zu uns? Hinter der Freifläche bei Gebäude 10, blau, Spinker und Infanterist drüber. Der kommt vielleicht gleich da raus. Aber das waren, glaube ich, Abstöße von Artillerie. Ja, nur Regen. Für Artillerieabstöße. Sucht euch mal sicherheitshalber Deckung. Ich glaube, ich habe Artillerieabstöße. Ja. Es ist Artillerie. Brauche ich mal hin. Achtung. Das ist noch hinter uns, das ist noch weit hinter uns, oder? Ist gerade ein Splitter? Ich habe keinen Unterlauf. Ich glaube, ich habe keine Hand jetzt mehr. Nein. Nutzt euch doch mal Deckung, Artillerie. Ja, direkt hier runter. Ja, das geht schon. In bevor... Heimdall. Direkttreffer. Ach ja, mach mal das Stöhnen weg. Ja, ihr müsst ja mal entscheiden, entweder zu uns oder zum Alpha. Nee, ich will nicht zu dir. Dann geht's zum Alpha, aber wir eilen. Was? Nix da. Völlig, Enrico. Ich hab jetzt aufgehört. Das will es dich glauben lassen, Maxi. Ja, der Regen hat aufgehört. Bei Regen wurde gesagt darüber. Bravo 3 ist bald bei dem Kirchenkomplex. Sind sie schon 15 Minuten mit dem Compound fertig. Vielleicht aber wir haben den Kirchen noch nicht genau. Vielleicht kommt die Artillerie wieder. Auch schön, wie die Markierung immer noch nicht da ist. Wovon? Bravo 3. Oh, das meinst du ja. Da hinten, oder ich zieh dir mal vor, warte mal. Das ist eine Zeus-Markierung, die kannst du nicht bewegen. Nee, das ist... Achso, du meinst die... Ich hab die gerade bewegt. Hä? Siehst du mal, Konrad? I never doubt you. Ich habe auch, glaube ich, die falsche angeguckt. Da hast du die ganze Anfang angeguckt, oder? Ja. Wartet ihr jetzt, bis wir die Ortschau die Dinger rechts gesichert haben? Weiß es nicht, worauf wir warten. Ich weiß es auch nicht, auf was wir warten. Na, gib mal vor zu diesen zwei Bäumen da. Alles klar. 023 direkt vor uns. Bravo 1 von Bravo 3 kommen. Bravo 1 hört kommen. Ich kann erst die Kirche nehmen, wenn ihr das nächste Gebäude habt. Ich hab's verstanden, aber die Kirche ist eigentlich vor dem nächsten Gebäude. Ja, parallel, dann lass uns zusammen vorstoßen. Ist verstanden, sind dabei vorzustoßen. Ja, stoßen. Hier Bravo 1 wäre jetzt bereit vorzustoßen auf Gebäude 8, blau. Bravo 3 verstanden, ebenfalls sind auf dem Weg. Dann los, vor dem Gebäude.
Nein. Hallo. Hallo, die Treppe frisst mich. Hilfe. Ja. Hi, Konrad. Schön. Drücke noch weiter rein. Gute Idee. Ach, jetzt ist er weg. Kannst du rausklettern? Ach, auf Hillary. Konrad? Weiß es nicht. So, jetzt bin ich wieder draußen. Ach, ich war unter der Treppe. Wenn das ist unter der Treppe frei? Unter der Treppe ist es leer, ja. Kein Harry Potter, okay, gut. Kein Harry Potter heute, nein. Ich sehe die Stellung, da ist nur der HQ-BTR drin. Sie war verletzt worden, das schätzt man schon, oder? Ich nicht. Wir werden beschossen vom HQ-BTR. Ja, von Norden, Norden. Norden, okay. Die G-Schütze auf der Straße bekämpft. Oder dürfen wir Gebäude 9 und 10 nehmen? Verstanden. Infanterist 00048 ist gerade nach rechts gelaufen. Infanterist Richtung Osten in den nächsten Beispielen. Da läuft eine ganze Gruppe von West nach Ost. War noch da? Ja. In der Lücke, ich mach dich zu. Blau, rück mal vor zu Gebäude 1, rot. Zu weit? Wer wiederholen? Ich hab blau gesagt. Ihr bleibt da, wo ihr jetzt seid. Alles klar. Das ist das Gebäude. Ja, der BTR da drüben ist halt jetzt noch. Audio, irgendwo Gebäude 2 wahrscheinlich. Wie hoch? Nein, der hat aber mich getroffen. Gebäude 2, wie du gesagt hast, erster Stock. Ah, erster Stock, rechtes Fenster. Ja. Hab ihn. Hat beschossen. Schütze schon noch bekämpft. Dann glühen, aufschließen. Verstanden.
Okay, da hat mich aber nicht gehört. Schau nochmal kurz raus. Gib mir das Gebäude. Ach, der hat meinen Kopf erwischt, oder? Der hat mich ja richtig erwischt. Nee, ein bisschen mehr hier getroffen, der Mann. Aber wo kommen wir hin? Dann blase ich ab mal Gebäude 2. Verstanden. Okay, wir haben Schützen. War los wahrscheinlich, war los. Bist du weit? Oh. Alles klar, Sprung. Unten ist frei. Drück und aufschließen, ihr könnt rechts von mir die Stellung sichern. So verstanden. Was war Rio? Keine Ahnung, was du sagst. Diese Mischung aus BTR und irgendwas. Du dürft sichern, Rot. Oder dürft rechts die Stellung sichern. Ich höre dich perfekt, wie kannst du mich nicht hören? Ja. Ich hab gehört, dass du irgendwas gesagt hast und verstanden was. Schlimm ist das mit euch. Ja, Stellung sicher. Blaue Gebäude 3 nehmen. Verstanden. Pass auf den BTR da hinten auf. Let's go. Ah, das ist die Glückkante dazwischen. Hast du Sicht rein? Dann mach ich auf. Türen laufen aber genau zu Hause. Ja, damit, da muss keine Heizkosten zahlen. Oben erstes Fenster. Karlsbeuer. Was geht zu mir kommen? Sag doch was, wenn du losläufst. Ich bin am Sichern. Ja, kannst du dich entfernen. Bin schon dabei. Na, nehmt mal Gebäude 5, passt aber auf, im Untergeschoss sieht euch der BTR nicht, im Obergeschoss könnt ihr euch vielleicht sehen. Das werde ich machen. Was heißt, mach mal erstmal die Tür auf, da steht. Vielleicht einer wieder auf der Treppe. Soweit. Ja. Machen wir erstmal den. Oh, hast du ihn? Aha. Gut, na dann, Achtung. Nö. Ja. Geh langsam rauf. Das bekämpft. Unten frei? Oder war es noch nicht unten? War ich noch nicht. Okay.
Alpha für Bravo kommen. Alpha 1 hört. Ist mich doch? Hm. Ortschaft gesichert. Eisberger. Ja. Geh mal runter, da ist immer noch der BTR. Ja, den sehe ich noch nicht. Ja, Alpha 1, so verstanden. Frage voraus Richtung Nord, ist ein BTR 90 markiert. Ist der okay. Im Wald oder davor? Komm. Da ist eine Stellung, der Waldrand. Hat einen Panzergraben vor sich, genau am Waldrand. Also der ist genau am Waldrand drin. Völlig verwirrt. Dankeschön. Ja, fein, so verstanden. Geht mal abgesessen weiter rechtzeitig durch den Wald bis zum Waldende kommen. Wunderschön. Max, ich würde mich kurz vorne lassen, ja? Ja. Ja, ist ja verstanden. Geht durch den Wald. Dann alle hinterm Alpha vorbei und dann rechts in den Wald. Ja, ich würde noch kurz aufmunitionieren am Alpha. Ja, dann mal. Keine Hand, die ist mir. Wir hätten gerne. Karlsberger. Ein Karlsberger. Ein Karlsberger hätte gerne. Das wäre sehr freundlich. Ja, das wäre perfekt. Rudel bilden Richtung 010. Blau links, rot rechts. Alpha Rückraum ist frei. Und langsam vorwärts Marsch Richtung 005. Also verstanden. Blau passt links auf, dass der BTR euch nicht sieht. Bitte. Man sollte denken, lass das Ding stehen, aber kannst du das besser machen? Bitte. So, für 1 kommt. 2 raff. Ja, 1. Bei mir in Linie übergehen, komm. 2 führt aus. 1 Ende. Hab den BTR in Sicht. Dann vorne halt. Ja, Alpha 1, schießt. Gerade 215 Meter. Ja, das müsste aber ein BRDM sein. Ne, das ist kein BRDM, das ist ein BTR 90. Ziel auf uns, ziel auf uns. Oder das? Ja, Schussfreigabe. Hier 2 hab Kampfpanzer vor. Groß, ja. Was kann ein Spike? Also ja, ich hab den gerade mit der PA bekämpft. Ja. T-55, ne T-72 bekämpft. BTR bekämpft durch PA. Dann weiter vor zum Waldrand Richtung 9. Selbstständig vor zum Waldrand, am Waldrand halt. Und weiter die Kaupe jetzt aufklären. Infanterie. 352 Besatzung. Ja, da hinten ist eine Stellung. Zwei Besatzungsmitglieder bekämpft, da müsste noch einer sein. Richtung 343. Eine Stellung mit Lenkrakete. Markiere. Richtung 011. 866 Meter. Hin? Ah, da ist eine Korne drin. Müsste aber auch ein KPZ sein, irgendwo noch. Ja, ich mach die Markierung aus, aber Henrik. Da ist noch ein G links von der Korne. Alles klar. Da ist auch ein G genau links von der Korne. Ja, F1 mit Info, ich ziehe Fahrzeug nach.
Artillerie schießt auch schon wieder. Oh, der geschießt auf uns. Aua. Rückverlassen. Aua, aua. Legt euch erstmal hin, legt euch kurz hin. Legt euch hin, wir sind genau in der Artillerie drin, wir haben keine Chance. Kommen. Wir hören dann vor uns noch akustisch in den Aufschlag von ATGMs oder so irgendwas in der Art. Ja, 1, unterstützen wir meine Infanterie, Hälfte ist ausgefallen durch Artillerie, die brauchen nicht. Na, so verstanden, wir sind auch gerade von Artilleriegranate getroffen, wir müssen reparieren. Ja, 1, so verstanden, ich rücke neu an. Alpha 2 vorrücken, nicht empfohlen, ATGM-Beschuss. So verstanden, könnt ihr die Stellung markieren? Es besteht bereits eine Stellung markiert, 860 Meter von uns. So verstanden, wir müssen sowieso gerade Fahrzeug reparieren, wir haben eine Granate aufs Dach bekommen. In 2 Minuten unterstützen wir euch. Artillerieabschüsse, glaube ich, habe ich wieder gehört. Teile, die bei mir sind, in die Häuser, der Desk hat sich da vorne eingeloggt. Buddel schneller. Ja, hilf mir doch! Hola! Hi! Berggräben! Guck mal, das war auch, aber das ist Eisenbahn. Also ich, wenn ich mich nicht bewegt hätte, hätte wäre eine Granate genau auf meine Position gegangen. Na, wenn das passiert, dann haben wir halt gelitten. Alles klar. Haben wir wenigstens ein bisschen Schutz. Seid ihr getroffen worden von Splittern oder irgendwas? Bei mir ist die halbe Seite hin, also. Das Gute ist halt, wir waren halt, also wir beide waren glaube ich so weit rechts, dass halt die Granaten alle links halt von uns eingeschlagen sind. Und ich habe mich einfach hinter den Baum gelegt. Ja. Truppführer, es wird da ausgefallen durch Artillerie. Ja. Im Gebäude? Viel Echo. Alpha 2. Wo ist denn der? Ja, Alpha 2 ist weit hinten. Geil. Der Rest da vorne kann weiter eingegraben bleiben. Gut, das kommt auch gut. Na dann, packen wir mal ein Magazin. Alpha 1, Alpha 1, komm. Oder auf Alpha 1 aufsetzen, irgendein. Ja, Alpha 1, ja, kommt mal zu mir und sammelt euch wieder. Also noch viel weiter hinten. Ja, also ich glaube, ich würde einfach hier bleiben. Bin mich jetzt ziemlich sicher. Ich markiere uns mal. Ja. So, 4-1, Fragestatus.
4-2, wir müssen ein Fahrzeug reparieren, sind in 40 Sekunden wieder einsatzbereit. Ja, Enzo, verstanden. Ich überschlage deine Position auf rechte Seite. Blau kommt mal zurück zum Rallypoint. Blau und Rot kommt mal zurück zum Rallypoint. Ja, dann. Okay. Halt aber ich will dazu, Maxi, der schreckt die ganze Zeit. Ich mag keine toten Leute. Aber wir sind beim Rollenrad und der ist heute noch nicht gestorben. Doch, das stimmt nicht. Ich bin das erste ausgefallen, weil es eben gegen mich weggerotzt hat. Mist. Aber da hört doch nicht noch Salz über die Wunde. Aber es tut so weh. Ihr seid doch gar nicht verletzt. Und aufsitzen. Hättest du dir etwas sagen sollen, Konrad? Nein, du bist doch gar nicht gestorben. Ich wurde heute noch nicht einmal angeschossen. Um die Moral hochzuhalten. Die Moral muss niedrig sein, sonst wird es nicht lustig. Nein! Bekämpft es den T-75. Oh, bin wieder da. Wieder einsatzbereit, gestellt uns linksseits. Bräuchte Behandlung, Karlsberger. Ja. Ich hab ne halbe Seite von der Artillerie. Ja, also wenn wirklich Markierungen nachholen, ich glaube T-72 auf 016 ist bekämpft und nicht so weit vorrücken wegen ATGM-Beschuss. Markiert, oder? So verstanden, T-72 sollte markiert sein. Warte mal, ich check mal, ob das auf hier PL Bussard. Unser Motor noch an? Ja, ist nur noch. Jetzt nicht mehr. Kann ich lasern, das müssten 500 Meter sein. Das ja, ist... Ja, war so erkannt, Entfernung konnte nicht gelasert werden, ist markiert. Ne, der ist zu weit rechts. Also entweder stimmt Kaisers Markierung nicht, oder der ist weiter rechts. Das ist schon richtig so. Das ist schon ziemlich genau. Nee. Also wenn ich jetzt da hingucke, 016, und dann den Kompass da ausrichte, dann ist das weiter rechts da. Warte, vielleicht stimmt der Kompass auch nicht. Lass ihn nochmal ausrichten. Also du musst den schon an unserer Alpha-Markierung ausrichten, und dann stimmt das. An welcher Markierung richte denn Alpha das aus? Also Maximilian, darfst du das Kartenwerkzeug nicht am Kompass ausrichten, weil das nimmt die Blickrichtung, die wir schauen. Ja, ich merke es gerade, ist gerade auf 26, dieser... Gut, haben wir das auch geklärt? Die Markierung jetzt stimmt, jetzt haben wir aber das Problem, sind unsere Teile jetzt schon da alle? Also wir sind da, sitzen alle drauf. Ja, und fehlt noch einer bei euch? Nein. Nee. So, und alle sind wieder einsatzbereit? Ich glaube schon. Ja. Und Bravo 1 Markierung können wir löschen dementsprechend. Bravo 1 Restmarkierung kann gelöscht werden, Karlsberger müsste glaube ich noch behandelt werden. Dann jetzt die Frage, wo ist denn alles die ATGM? Die Stellung ist markiert. Die Stellung ist markiert. Ja. Ganz hinten. Ja weit da hinten. Mal ja. So ein großes Kaliber hier aus der Karre raus. Und ach so, und da ja. Soll ich jetzt nicht weiter vorrücken, ja. Weil die da ist und ihr nehmt die jetzt raus, oder wie? Guckt, hier sind noch drei drin. Nee, wir haben es nur gesagt, ihr sollt vielleicht nicht da vor der hinfahren. Wir können ja... Der Wald ist aber gesichert. Ja. Wald ist bis zum Schluss gesichert, ja. Wir waren da drin bis zum Schluss da vorne. 241, komm. 2. Okay, das ist schon wieder los. Jens, Frage Feindkontakt. Wir hatten gerade Infanterie im Zulauf aus 034 aus Nord toll. Richtung Südost. Also ist der Wald doch nicht gesichert. Ja, dann ist wieder was eigentlich. Also die schießen ab. Ihr habt rechts von eurem Fahrzeug direkt Feindkontakt, vielleicht 50 Meter. Geil. Dann lass mal hier weg. Warte mal, ich mach dir das nur eine Unterlaufgranate, die kriegen wir. Ich hab grad, glaube ich, Abschüsse gehört. Der ist bei unserer Stellung. 046. Bei ja, unserer Stellung. Kriegt nach rechts. Ja, da habe ich dort einen Kreis gegraben. Da, der PA, ja. Gleiche Richtung. Der gerade hinter dem vorbeigelaufen ist, das war eine PA. Nicht mehr. Da läuft Richtung 055. Nach rechts. Hinter uns war ein Einschlag. Fahrerstück vor. 057 ist er gelaufen, sie ist glaube ich Alpha 2 ist drauf. Noch weiter? Ja, ein Stück vorfahren. Jetzt haben wir genau Alpha 2 im Schussfall. Da, kriecht. Vielleicht siehst du noch den Luxor. Ich sehe ihn nicht, sag nee, was. Okay. Der ist rechts, rechts hoch. Jetzt siehst du ihn. Das sind zwei, einer ist noch rechts daneben gelaufen. Der ist bekämpft. Sehe ich nicht, zweiten sehe ich nicht.
Der ist nach rechts gelaufen. Wir müssen wieder komplett zurück zur Ortschaft und dann den Wald nochmal sichern. Gut, wir setzen nochmal zurück. Zwei zurückverlegen auf Straße. Wir wurden vom Feind rechtzeitig umlaufen, müssen den Wald nochmal sichern. Zwei somit. Waldsicherung 2, Electric Boogaloo. Bitte diesmal ohne Artillerie. Noch weiter zurück oder passt ja, das so? Ja, bis zu den Gebäuden. 14061. Ja. Da ist noch einer rechts daneben. Da ist eine ganze Gruppe. Du hast den einen erwischt. Einer hat sich, glaube ich, geduckt. Ja, dann würde ich absitzen. Sicher? Die sind ja schon rechts von uns, ne? Ja. Ich gehe jetzt hinten raus, dann um den Zaun, dann hinter Gebäude 5 gehe ich rein. Okay, dann Infanterie ab. Von hinten, ja, raus. Eins ab. Drei ab. Ja, um Gebäude 5 rum. Alles klar. Haben schon zugehört. Ja, ich mach das nicht mehr. Wir müssen schon Schützendecken nach Osten haben. Pass auf. Hinten frei. Ja, da vorne. Guck, da ist der Übeltäter. Ja. Wir könnten schon Schützen nach Osten haben. Er ist schon am Rumbroachen. Rot, rück mal vor an den Waldrand. Ich will das aber nicht dazu. Doch, du willst das. Ja, Helfer 1, markant, letzte Sichtung der Schützen bei weißem Rauch Richtung 065. Ach du Scheiße. Blau, links davon eindringen, bei Rot. Gar nichts. Nudel bilden Richtung 045. Du hast die PA vergessen. Ah ne, warte mal, okay, ich dachte schon. Ja, ich hab doch eine mitgenommen, was hab ich mit dir? Egal. Sagst du vorerst Fahrschicht 045? Ah, nachdem ich was gesagt hab. Ja. Ich war so froh, dass ich überhaupt noch lebe. Hätte ich da die PA denken können. Ich hab glaube ich die zweite habe ich direkt auf den Kopf gekriegt. Kann sein. Wer kämpft der Schütze vor uns? Der kann irgendwo Richtung Ost bzw. Nordost sein. Wir haben hier bekämpfte Schützen vor uns. Verstanden. Blau, geht mal Richtung 030 an die Hügelkante. Rot und Grün geht erstmal weiter. Weitere bekämpfte Schützen. Rot, weiter vorwärts Marsch Richtung Osten. Bis zu den Bäumen, weil da geht's wieder bergab. Grün hält erstmal. Blau ist jetzt unmittelbar an unserer gegrabenen Stellung. Dann bleibt erstmal bei der Stellung. Dann vorne halt, Rot. Alles für Bravo kommen. Feind hört. Ja, wir sind jetzt Richtung Osten durchgegangen, da ist nichts mehr. Wir gehen jetzt noch bis zum Wald dran wieder vor und wenn da nichts mehr ist, dann ist der Wald wieder gesichert. Ja, F1, ja, ihr seid ziemlich weit in den rechten Gefechtsstreifen eingerückt, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Jetzt 2 mit Info, Nebelwand vor uns. Dann Rot und Grün vor Richtung 3, 4, 5 an dem Waldrund. Wer Feind so erkannt, bereit machen für feindlichen Gegenangriff. Power 1, Wer Feind, komm. Artilleriebeschuss. Geht in die Stellung? Irgendwas? Das ist Nebelartillerie, aber trotzdem in die Stellung rein. Wir sterben hier alle zusammen. Die Nebelartillerie tötet uns auch, wenn sie hereinschlägt, ja. Also. Los, wir sterben dann zusammen. Ja, finde ich auch. Wenn wir sterben dann alle zusammen. Junge. Alpha 2 für Bravo 1 kommen. Lass mal Scooby rein, der spielt mal Alpha 2 ab. Wir sind schon okay, vor so. Dieser Nebelwand, die sich vor euch gebildet hat, also da ist kein Feind. Nee. Er ist jetzt verletzt.
Warum habe ich mich. Ich habe mich an den Verdacht, weil ich nur rein. Ja, weil ich so scharf bin, Alter. Ja. Du bist so scharf für einen Wolk. Ah, ne, warte. Hast du es wieder eine gefunden, oder was? Fahrzeug in Zugfahrt, 010. Wieder gestorben, zweimal. Achso. In Rechtsfahrt. What? Hey, Rico ist. Hinüber. So. Können wir Granaten einer schmeißen? Weniger. Können wir Granaten schmeißen? Dürfen wir? Wir haben Schützen um uns herum. Okay, ja, raus, mir ist egal. Ja, kann man raus. Was geht vor uns? Das ist WTR 60. Wo? Direkt vor uns an der Waldkante, Richtung Nordwesten. Bleib liegen! Bleib liegen! Hab, ja, das ist die blöde PA! Ich kann die nicht weg! Fucking PA, scheiße! Können wir doch auf jetzt rollen. Rollen bitte einstellen. Ja. Ich wusste ja vorhin was sagen, ab dem Moment, wo die Worte ja, ne, genommen haben. Künstliches Lachen ja, einstellen. Wir können einfach noch nachschieben und nach oben. Da ist auch Infanterie auf der Freifläche. Ja, oh, können wir jetzt wieder aufstehen oder Fahrzeug nicht? Bekämpft, Infanterie bekämpfen, ist direkt vor uns, Westen. Ja. Ich hab keine Ahnung. Da ist noch ein Weg der. 275, ja. Ja, BA. Hier links raus. Ja, ich. Der BTR da bekämpft, drüben. BTR ist bekämpft, Infanterie bekämpft. Hier bekämpft ihn, ich behandle doch nicht. Wirf Granaten in den Rauch rein. Enrico? Gib dir mal deine Piano mal hin, ne? Bitteschön. Junge, what the fuck? Sind die hergekommen? Die sind einfach gespawnt. Kurva. 10 Sekunden, Maxi. Ist jetzt einer gestorben von uns? Nee. Nein. Da ist aber noch ein Schütze. Und dann war da auch. Oh, nein, Hilfe! Oh nein, am Bein? Ja, keine Ahnung. Wir haben immer noch Infanterie, die vor uns auf dem Feld. Keine Ahnung, wie das Bein ist. Der einzige Körperteil, das unterm Graben war. Ja, ich. Wir nehmen uns auch zurück. Bravo 1 für Alpha 2, komm. Bravo 1 hört, komm. Euer Alpha ist ausgefallen. Ja, ich hör's. Das ist noch einem ihr Problem an. Yes. Wir haben noch vereinzelte Infanteristen auf dem Feld. Ich glaube, wir haben jetzt einen Großteil da bekämpft. Welcher Fahrzeug? Die Besatzung steht noch, liegt noch um das Fahrzeug rum. Vielleicht wollt ihr mal gucken, ob die noch leben. Ja, machen wir gleich. Die Alpha 1 komplett ausgefallen, wir rücken nach. Lustig. Also Kickers Markierung ist verschwunden. Ich bezweifle, dass er noch lebt. Er hat gerade schon gefunkt, dass er tot ist. Ja, er ist auch. Ich wusste, dass das da komplett ausgefallen ist, deshalb bin ich nicht hingegangen. Nee, Kicker ist aufgestiegen. Ja, er ist kein Das ist jetzt, ein, hier. Wie heißt denn immer von Stargate? Was das jetzt für ein Kicker? Gib mal vorne Waldrand, aber lass den Graben hier als Sicherung. Also vorne im Waldrand zu mir nach Norden. Wenn Artillerie kommt, dann gehen wir zurück in den Graben. Ohne Artillerie, also geht ja alles doof, wenn ich keine Artillerie hab. Ohne Artillerie ist alles doof. Ich war gerade am Befestigungssystem bauen. Naja. Ich hab auch mal nochmal einen Graben neben den anderen Graben. Was soll ich machen? Dann machen wir wieder. Da wohin ich auf den Graben gebaut, da kannst du nochmal hinten Graben bauen, damit wir da den Graben haben, damit wir den Graben haben. 241, komm. Ja, 1 mit Obacht, ich wurde vorne links von einer Metis oder ähnlichem ausgeschaltet, komm. 2, so verstanden. Ja, 1, ich vermute, die ist am Waldrand bei Straße direkt nördlich von dir. Gegenangriff, bist du irgendwie der Fersenlinie zu früh gekommen? Ja, Kampfpanzer bekämpft dahin? Ja, der ist bekämpft. Wo somit aktuell noch keine Sicht. Wir würden darauf warten, dass die Infanterie
in diesem Wald einfließt. Wir haben eine Freifläche vor uns, wir müssten hingefahren werden. Ja, Alpha 1, ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir die Infanterie da ranbringen. Also momentan schwierig, die Infanterie kann nicht rüberspringen und ihr könnt nicht weiter vor wegen der Metis. Wir prüfen nochmal. Bei uns hättest du ja aber auch eine Baumreihe, die wäre gut zu erreichen zu Fuß. Ja, aber die ist trotzdem 115 Meter weg. Also die Bäume vor uns sind 67 Meter entfernt. Wollte ich gerade sagen, also das ist noch keine... Die Tante, da kommt da rein. Da weiß ich, komm. Wir sind links von euch aufgerückt. Wir sehen eine Stellung, Metis, Schütze bekämpft. Bitte die Stellung Metis markieren. Positiv, folgt in Kürze. Kann dann gehen wir rüber. Komm. Also rot, grün zu mir. Wo ist denn jetzt schon wieder Handwaffenfeuer? Da links bei Bravo 3. Das war Bravo 3. Ja, ich hab bekommen, dass er uns gerufen hat. Ist ja dann blau, bereiten wir uns zum Sprung auf den Baum. Alles klar. Und los. Aufspringt. Und jetzt sterben. Und über Senke bist du ja auch noch. Ich geh noch einen weiter. Nicht so weit vor, wir müssen ja noch nachziehen. Ich hab Sicht ins Vorfeld. Bravo 1 und Bravo 3 Metis markiert. So verstanden. Alpha, habt ihr so mit? Ja, Alpha 1, das müsste die gewesen sein, die uns bekämpft hat. Ja, wir rücken jetzt auch in den Wald vor, wir haben den Weg gefunden. Wir sichern gleich die Stellung mit dem BTR. Rot hier zu mir an den Baum, Sicherung Richtung Norden aufbauen. Blau hinter uns vorbei, vor an die Stellung BTR markiert. Alles klar. Der T-72 ist bekämpft, nicht dass gleich die Fragen kommen. Ja, man schon. Ran. Alles klar. Da drüber, du gehst rechts rein. Sieht gut aus. Immer schlau auf den Graben laufen. Ja. Wir haben Infanteristen hinter dem Schränksystem. Das hat ihn gekämpft. Ich hab gesehen, dass hier jemand verletzt wurde. Ja, oder kannst du uns einfließen? Und das finde ich gar nicht gut. Wenn ich ja, Metis ist bekämpft. Das ist umgesetzt. Ja, okay. Ich würde das einmal kurz repariert. Immer noch eine Kornett, aber okay. Sehen, aber ich bin auf den Zug gerannt und hab geschossen. Ja, du hast wieder mal gewonnen. Hallo. Hallo. Moin. Ist eine Kornett. Okay, Konrad, bist du das Glück? Hä, warum? Ich... So, ja, ein Kornett. Mal schnell Magazine um. Bitte. Ja, Enz, wenn die Infanterie jetzt durch den Wald geht, kannst du schon mal rechtzeitig am Wald weiter vorrücken, fast Höhe der Infanterie halten, komm. So verstanden, so viel raus. Ja, Enz, ich rücke nach, bin gleich bei dir. Seid ihr fertig mit dem Umpacken? 4 Sekunden. Rico. Hä? Dann brauchst du noch 20, 18 Stunden. Egal, Rudel bilden, der Rico schließt dann auf. Blau links, rot rechts. Richtung Norden, genau. Wir müssen ein bisschen nach rechts gehen, wir sind hier schon auf unserem Gefechtsstreifenrand. Ja, wir gehen ein bisschen in den Wald rein. Rechts ist halt diesen Freiflächen, das sind die Karpfen. Kann. Bin dran. Dann gehe ich weiter nach links. Und langsam vor zwei, Richtung 005. Da wurde schon wieder irgendwas getroffen, was brennt. Hier 2 SPG 9, Jeeps in Zufahrt und Jeep im Straße. Halt! Metis-Stellung bekämpft.
Fährt der Vollgas über die Hauptstraße. Ja, eins, so verstanden. SBG 9. Weiter vor zum Arsch. Wieder Rudel bilden. Wir gehen noch vor bis zum Waldrand. Ja, Alpha 1, ein SPG 9 Jeep auf Straße bekämpft. Selbstständig am Waldrand halt. So verstanden. 2 hat 2 weitere im weiteren Verlauf zerstört. Markierung folgt. Und vorne halt am Waldrand und aufklären. So, für 1, komm. 2, hast? Ja, 1, keine Reparatur möglich, komm. Frage, wozu Reparatur? Ja, 1, hattest du nicht einen SPG 9 Treffer? Negativ, wir haben 2 SPG 9 Jeeps gekämpft plus eine Metis. Ja, 1, so verstanden. Dann nach einer müssen wir da vorrücken, ich bin links neben dir. Anti-Air-Flieger. Ich schau schon. Ich finde ja, immer, find immer noch nicht drüber hinweg gucken, wie bizarr. Alpha 1 von 3 kommen. Alpha 1 hört. Bravo 3 und Alpha 3 ist vor Ort. Wir können unseren Streifen übernehmen und den Wald sichern. Laufen dann parallel zu Bravo 1 entlang des Waldes. Stellung ist auf beiden Seiten der Straße vorne. Wir haben hier die Straße unter Tarnnetz. Alpha 1 so bestätigt, komm. Ja, das sind die Stellungen. Das sehen wir schon. Der T-72 ist bekämpft, der da sehen, glaube ich. Wie konnten die SP-9-Chips sehen, aber nicht die Stellungen? Keine Ahnung. Alpha 2 für Bravo 1 kommen. Alpha 2 hat. Ihr habt die beiden SP-9-Chips an der Straße oben bekämpft, oder? Positiv, plus Metiswerfer dahinter. Okay, ist verstanden. Ich wollte schon fragen, ob ihr die Stellung seht. Dann hat sich meine Frage erledigt, Bravo 1. Läuft da auch Infanterie dahinter in dem Wald? Links dahinter, dieser kleine Streifen da. Siehst du die Punkte? Die ja, ich sehe sie laufen, ja. Bravo 1 von 3 kommen. Bravo 1 hört kommen. Wir fließen jetzt links von euch in den Wald ein und übernehmen dann die Sicherung Wald nach Nord. Verstanden. 2 für 1 kommen. 2 hört. Hat man das gehört? Ja, eins vorne halt, nicht die Infanterie überschlagen kommen. Ich sehe sie. Wir stehen schon um T-72 vorne. So erkannt. Eins Ende. Alpha Bravo kommen. Alpha 1 hört. Ja, Bravo 3 macht jetzt links von uns die Waldsicherung. Sollen wir dann aufsetzen oder sollen wir diesen kleinen Ausläufer sichern bis Alpha 2? Ja, Alpha 1, ihr müsst weiter den Wald sichern bei Alpha 2 und dann weiter nach Norden kommen. Ja, hast du verstanden. Dann gehen wir hier in Reihe Richtung Nordosten am Wald entlang, bis wir wieder in unserem Streifen sind. Bravo 3 ist schon links von uns. Ja, ja, die sind schon vor. Alles klar. Eins geht. Oder sollen wir noch warten? Wir gehen jetzt in Reihe den Bäumen entlang bis zu unserem Streifen wieder. Also, blau geht jetzt, 3 geht. Kommt Artillerie, es regnet. Verschweiß nicht, Enrico. Dann vorne wieder Rudel bilden. Blau links und rechts. Zur Straße oder Höhe Alpha 2? Einfach Höhe bei mir. Langsam fährt's mal Richtung 020, rot gliedert sich dann ein. Das ist Strupp hier, Alter. 020. Ja, na, ich muss ja an den Bäumen vorbei. Ich liebe diesen Bäumen.
Das vorne halt, blaue bleibt auf der Straße. Rote geht mal bis zum Waldrand vor Richtung Norden. Ah, ihr beobachtet mal die Straße runter. Zieh die Stellungen. Alpha für Bravo, komm. Alpha insert. Linksseits der Straße, es sind insgesamt drei Stellungen. Linksseits der Straße ist eine und rechtsseits der Straße sind zwei. Habt ihr die alle in Sicht? Alpha 1, momentan habe ich nichts in Sicht. Frage an Alpha 2. Alpha 2 sieht auch nichts. Die linksseits der Straße müsste die sein mit der Kornet, die ihr bekämpft habt. Rechtsseits müsste aber auch noch eine Kornet sein. Hatte meine Hand hier abgeschossen. Ja. Jetzt. Ja, Alpha 1, ich komme auf Straße zu eurer Position weiter vor. Danke, da hatten wir den Abschuss. Nichts gehört. Ich glaube das nicht. Ja, blau-grün, wir wechseln mal die Straßenseite, gehen auf die linke Seite. Dann rüber. Ja. Und Rudel bilden. Blau links von mir, ich in der Mitte. Rot, ihr springt dann auch über die Straße, wenn wir auf eure Höhe sind. Marschrichtung 015. Ach, das ist eine eigene davon. Oh, Jesus. Schritt zum Gehen. Das ist Bravo 3 schon. Ja. War auch nicht markiert. Ich dachte, dass wir so weit vorne sind, wenn die Markierung so weit hinten ist. Machst du? Teil euch mal, was macht ihr denn hier? 015, ja. F1 MG und Beobachter bekämpft. Wir springen über die Straße einfach. Noch vor bis zur Waldkante, Nord-Nordost, vor uns die Schräge und dann bleiben wir wieder stehen. Oder ihr könnt rechts schon stehen bleiben, wenn ihr sich nach vorne habt. Ich bleibe beim Stehen. Der Rest, Geschwindigkeit erhöhen bis vor zur Waldkante. Bravo 3 schießt schon links vor uns. Ja, wir haben vor der Abstellung schon die Infanterie, die sehen kann. Ja, dann bekämpfen. Volle so Rauch. Jetzt ist vorbei, weiter kommen wir nicht. Volle so Rauch. Ich seh's. Kann das sein, dass du vorne Rauch ist? Contact! Du hast mir nicht geantwortet, also hab ich nochmal wiederholt. Seht ihr überhaupt die Stellung? Ich sehe die gar nicht. Nee, die sind jetzt hinter von uns. Achso, na dann. Alpha, für Bravo, komm. Alpha, insert. Wir sind jetzt bei uns am Waldrand. Wir haben keine Sicht auf die Stellung, wir sind jetzt Hinterhang. Wir kommen eigentlich nur noch an der Straße entlang, so über die Büsche oder aufgesessen. Ja, Alpha 1, ich komme zu euch und dann aufsitzen. Das war... Gehen wir zurück zu Rot und von da aus sitzen wir auf. Blau so mit, wir gehen zurück zu Rot. So verstanden, sind unterwegs. Halt Alpha, wir sind schon hinter euch. Dann aussitzen. Der MG ist jetzt noch aktiv, oder? 028 MG schützen. Nee, MG ist bekämpft, okay. Tupse, Tupse jetzt. Hast du Miss Glue vergessen? So, 4-1, komm. Quatsch. Ja, 1, ich fahr jetzt vor Richtung 024 in die Stellung, lass dort die Infanterie rauskommen. 2 so verstanden, 2 hat sich doch beide Stellungen, kann überwachen. Ja, 1 so verstanden, ne? Richtung 024 wäre davor mit 20. Okay, wir müssen noch mindestens 2 Korpitsitze. Ja, ein Zug, also gesagt. Also einer ist bekämpft, also bleiben noch 2. Ja, genau. Ich glaube, der lebt noch. Hier links von uns.
Was, wer soll er leben? Da. Echt gelasert wieder. Zum Glück hat das keiner gesehen. Du hast gesehen, das reicht mir schon. War davor. Da steht ein Schütze links, 351. Da der mit dem Finger. Oh, sorry. Ich dachte, du bist noch nicht drauf. Du wirst es, wie ich drauf bin. So, die Stellung rechts sieht kacke aus, da kann ich nichts einsehen. Ich glaube, da schießt gerade wieder die. Ja, ich hör's. Einschläge auf jeden. Hinter uns Einschläge, ja. Es ist genau hinter uns, da wo wir vorhin waren. Okay, hinter uns ist dann ja egal. Ja, das sind aber schon auf Höhe Alpha 2. Auf 041. 041, merkt an. Und wer davor? Dann blau sichert die linke, rot die rechte Stelle. Wir müssten das schnell sichern. Alles klar. Dann wieder aufsitzt. Ja, da war gerade ein Schütze. Ne, das ist ein. Wer davor? Ne, das war ein Schmetterling, okay. Und stopp. So. Infanterie rechts ab. Ja, rechts raus. Eins ab. Drei sitzt auf. Vier. Rot direkt weiter zur Stellung Westen. Hinten frei. Oh nein, nee, nee. Bravo 3 läuft Richtung. Ne, Infanterie. Feindliche Infanterie 350. Da war noch ein PA-Schütze. Bravo 4 Alpha, komm. Bravo hört, komm. Alpha 1, aktuelle Stellung halten und verteidigen, komm. Ist ja verstanden. Blau sichert noch die Stellung linksseits der Straße. Geht hinter Alpha vorbei und sichert die Straße. Also sichert die Stellung an. Läuft nach links. Bestätigt. 241, komm. 200. Ja, 1, wir halten die aktuelle Stellung. Kannst du links auf Straße vorgehen und über Straße sichern? Positiv, führen aus. 1, Ende. Matschebomber. Au. Klar, der Arm. Oh, ich sehe, nee, ich sehe den nicht. So, aber. Fitra. Ah, hab ihn. Offen. Gut. Dann eingraben. Es schlägt übrigens noch Artillerie hinter uns an. Fühl mich hier nicht sicher abgesessen. Ja, Alpha 1, dann komm zu Papa. Dann Truppe aussitzt. Blau sitzt bei Alpha 2 auf. Ja, ist er verstanden. Ah, Rot will auch bei. Ah, jetzt aber. Jetzt will er's wissen. Hallo? Na, wollt ihr zu den coolen Kids, wa? Oh, das Spiel rein, ja. Hast gerade gesehen, was hinter uns für eine Linie explodiert ist? Ja. Nee, nee. Hinter uns gucke ich gar nicht hin. Für mich geht's nur nach vorn. Das ist Vergangenheit. Oh, Jesus. Ja, genau das ist gerade hinter uns auch explodiert. Ja, die schönen Klasse. Ja, feins, komm. Wie sagen die eigentlich diese Deep... Bob, darf ich mich auf den Kommandant setzen? Die DP-Kim...
Heute als Kamerakind. OPZ hört. Ja, FA1 stehen momentan an Stellung nördlich von PL Bussard, können nicht weiter vorrücken, würden Stellung halten kommen. Ja, können Sie die Stellung halten oder sind Sie unter Druck? Ja, FA1 müssten vorrücken durch Artilleriefeuer, aber zeitlich nicht mehr gegeben kommen. Ja, auf eigenem Ermessen entweder diese Stellung oder eins zurückfallen lassen. Ja, FA1 würden hier beenden. Nicht nur denkbar. So verstanden. Nach eigenem Messen Übungsende. Na dann. Guten Abend. Hallo. Bis gleich. So. Das war's für dieses Mal. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao.